besteht über eine Verletzungsgefahr für die Pferde. Das geht auch nicht. Ich kontrolliere Ihr Schlafzimmer auch nicht. Der mich da angemeiert hat, den hau ich wirklich vor die Fresse. Ja, Herr Pingel, das dürfen Sie auch machen. Nee, die dürfen nur 8 Stunden draus sein. Man muss auch den Mut haben, sie dann wirklich auch durchzusetzen, ne? Das, was wir an Gesetzen haben. So, Ulf? Ja. Wollen wir los? Kurz nach Mittag, Veterinäramt Uelzen. Die Sachen hier, die technischen Sachen habe ich da. Dann holen wir uns jetzt die Oberholz und die Stiefel. Gut. Und dann können wir mit meinem Auto losfahren. Jawohl. Okay, dann machen wir das. Amtstierarzt Dr. Jörg Pfeiffer und Kollege Dr. Ulf Meyer zu Vilsendorf auf dem Weg zu einer Kontrolle. Ein eingespieltes Team. Sie arbeiten seit fast 20 Jahren zusammen. Heute geht es um einen Tierschutzfall. Ankunft bei Gerhard Pingel. Der Tierhalter wurde über den Termin informiert. Ich glaube, wir gucken mal, wo er ist, dass wir besuchen können. Also Auto schon mal da. Herr Pingel? Herr Pingel! Hier ist eine Anzeige wegen der Schafhaltung, dass die Schafe nicht geschoren werden und dass sie einen Großteil oder einen Teil der Schafe lahmen soll und die irgendwelche Klauenveränderungen haben sollen, die nicht behandelt worden sind. Und deswegen sind wir heute hier. An sich hat man dem Tierhalter gesagt, er soll die Schafe einsperren, damit wir sie heute untersuchen können. Aber im Moment ist weder der Tierhalter hier, noch sind die Schafe irgendwo eingesperrt. Herr Pingel? Das ist Frosche. Ja, Sandra? Hi, wir sind hier bei Pingel, da ist keiner. Ja, okay. Tschüss. Wir fahren jetzt zu dem ins Wohnhaus. Keine Ahnung. Gut. Der Tierhalter hat die Kontrolleure versetzt. Hier? Nee. Anruf im Büro. Sandra, wir sind jetzt an der Adresse, wo Pingel wohnen soll. Der wohnt denn nicht mehr? Nee, kann er nicht, da sind wir. Der wohnt da nicht mehr. Ja. Der wohnt nicht mehr hier. Das schreibst du jetzt auf. Obwohl die Adresse hier ist. Und wir müssen jetzt noch mal zurück. Ich muss jetzt wirklich mal gucken, wo der wirklich wohnt. Der hat sich nicht gesagt, wo er jetzt wohnt. Der Tierhalter ist umgezogen. Die Kollegin im Büro findet aber die neue Adresse heraus. Nächster Versuch. Hallo, Herr Pingel? Also Wasserwagen, muss er Wasser holen. Ja, ja. Herr Pingel, wir hatten einen Termin heute um 14 Uhr bei den Schafen. Ja, das hatten wir, die waren nicht da. Doch, wir waren da. Nein, wir waren nicht da. Und die Schafe sind auch nicht eingesperrt. Wir gehörten sie auch nicht. Doch. Die waren eingesperrt, die Schafe. Nein. Ja, die sind versorgt, alles, das ist gewesen, die sind in Ordnung, die Schafe. Ich will die Schafe sehen, wir untersuchen die. Das haben wir Ihnen gesagt, dass wir die Schafe untersuchen werden. Erstens, ob sie geschoren sind und zweitens, wo sie hinken. Dann müssen wir das noch mal vereinbaren. Dann schalten wir die noch mal auf, da hole ich meine Kollegen ran. Das war heute geht das nicht mehr. Wir haben heute vereinbart, dass die aufzustellen sind. Das war eine Anweisung. Naja, nun, sagen Sie was, wann Sie aufgeschaltet sind, dann kommen Sie wieder. Jetzt, fertig. In 10 Minuten. Nein, das geht nicht. Ich kann die nicht aufschalten. Das geht. Muss ich meine Freunde bei mir haben und alles. Herr Pingel, dann kriegen Sie von jetzt erstmal einen Tierschutzverfahren wegen Verstoß gegen die Mitwirkungspflicht nach dem Tierschutzgesetz. Ich habe gar nichts verstoßen. Doch. Den Kerl, den können Sie mal einen schönen Gruß bestellen. Ja, spielt keine Rolle, Herr Pingel. Der mich da angemeiert hat, den hau ich wirklich vor die Fresse. Ja, Herr Pingel, das dürfen Sie auch machen. Das mache ich auch. Aber wir haben heute einen Termin gehabt, wo die Schafe aufzustellen sind, um die untersuchen zu können. Das haben wir angeordnet. Der Tierhalter hatte schon häufiger mit Pfeifers Amt zu tun. Ich bin es aber manchmal leid, ne? Zurück zu den Schafen. Jörg Pfeiffer besteht auf der Kontrolle. Der Termin ist eine behördliche Anordnung, die der Tierhalter befolgen muss. Sonst droht ein Bußgeld. Was hatten Sie von dem Futtermittel hier? Das ist Kartoffeln, waren das. Ja, das waren Kartoffeln. Ja, das sind Kartoffeln. Das sind keine Kartoffeln, da ist doch Schimmel drauf.
Wir sind an sich wie in der Schafe hier. Wir werden aber gleichzeitig noch die tierschutzrechtlichen Belange der Schweine mit kontrollieren. Das war uns nie so klar. Wir wollten mich schon mal belehren, wie Schweine sie füttern. Habe ich auch schon Schweine, ich füttere dann Ihnen gar nicht gedacht. Es gibt Mindestanforderungen, Tierschutzrechte, Mindestanforderungen an die Haltung von Schweinen. Die haben Sie zu beachten. Das Gesetz schreibt unter anderem vor, wie viel Platz die Schweine haben müssen und was sie fressen dürfen. Herr Pingel, es geht um Ihre Schweinehaltung, nicht um meine. Ja, ich halte meine Schweine richtig. Das glaube ich so nicht. Na, wieso denn nicht? Die haben Stroh, die haben Futter, die haben Wasser, die kriegen alles. Ja. So, nur das Herz noch so weit hier. Und das die habe ich heute Morgen sauber gemacht. Ja. Und das ist klar, den ganzen Tag wirst du unsere Runden, da kann man doch mal ein bisschen Dreck. Ja. Und sind die nicht sauber? Die scheuchen jeden Abend mich ein. Jetzt geht mal in die große Schweinefabriken rein, da schmeißen wir euch raus. Ach, uns kleine Leute wollt euch Leben schwer machen. Herr Pingel, wir machen kein Leben schwer, aber es gibt bestimmte Grundsteine, die sind einfach einzuhalten für Lebensmittel. Ja, mache ich ja auch. Na, eben nicht. Na, aber wieso? Ich füttere Kartoffeln, ich füttere Schrot, ja. Ich kriege frisches Wasser und mehr geht nicht. Gut, okay. Wie sieht Ihr Schädlingsbekämpfungsprogramm aus nach Schweinehaltungshygieneverordnung? Wir müssen ja eins führen. Was soll das sein? Zum Prüfer, ich sag's, ne? Die Arzneimittel müssen ja zugelassen sein für Lebensmittelgewinnungstiere. Nee, wann haben Sie das gekriegt? Das habe ich schon länger. Genau, das ist nämlich abgelaufen, das wird beschlagnahmt. Abgelaufen, die Arzneimittel dürfen Sie gar nicht mehr anwenden. Das wird in den Klauen gemacht, nicht eingegeben. Arzneimittel, auch zur äußerlichen Anwendung, sind Arzneimittel. Und das dürfen nur Arzneimittel sein, die zugelassen sind und die nicht abgelaufen sind. Ulf, nehmen wir mit hier. Was? Ja, das ist immer schön hier. Ah, das gibt's doch nicht. Doch, wir gucken. Wenn ich wieder neu stauchen muss, ne? Das ist beschlagnahmt. Ja, wir haben immer was zu mehren. Herr Pingel, Sie sind hart an der Grenze zur Verbietung der Schweinehaltung. Ja. Es gibt so bestimmte Spielregeln, da muss man sich einfach dran halten. Jetzt geht es zu den Schafen, der Hauptgrund für die Kontrolle. Also ein ganz großes Problem mit vielen Lahmen haben Sie nicht, das stimmt. Nein, die haben ja auch alle durchgeguckt, der Pfeiffer. Wann? Die haben alle durchgesehen. Wann denn? Das ist gewesen vor einer Woche. Wer hat das durchgeguckt? Meine Freunde und ich. Wer sind denn nun Ihre Freunde? Trotz allem, bei den Schafen gibt es nicht viel zu beanstanden. Fotos zur Beweissicherung. Guck mal, hier liegt einer bei der Lahm. Alle in Ordnung. Also jetzt sehe ich auch keine, die Laben gehen, da haben Sie recht. Ne? Das Problem bleiben die Schweine. Verstöße gegen das Tierschutzgesetz sind kein Kavaliersdelikt. Bußgelder und in schweren Fällen auch Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren können verhängt werden. Dieser Fall ist noch nicht abgeschlossen. Ich werde Sie vom Veterinäramt anrufen und einen neuen Termin machen. Alles klar. Und wir sind hier drin. Dann sind Sie hier drin. Erstens, Scheune. Erstens das. Zweitens würde ich gerne dann von ihm das Bestandsregister haben, was Sie führen müssen für die Schafe und für die Schweine. Wegen der Schafe waren wir hier. Und wegen der Schweine müssen wir auch noch was machen. Also, was soll damit gemacht werden mit den Schweinen? Das kriegen Sie dann schriftlich von uns. Tschüss, Herr Pingel. Ja. Die Auflagen: Der Halter muss unter anderem für sauberes Wasser und Futter sorgen und für mehr Licht im Schweinestall. Ulf, ich werde das eventuell der Arzneimittelüberwachung geben. Ja. Mal gucken, ob die das untersuchen lassen, was da eigentlich drin ist. Da ist ja noch ein D-Mark-Preis drauf. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was das überhaupt sein. Da steht ja nichts drin, kein Wirkstoff und nichts. Ganz altes Hausmittel. Genau. Jörg Pfeiffer wird wiederkommen und kontrollieren, ob sich die Haltung verbessert. Zusätzlich wird er die Landwirtschaftskammer einschalten. Zurück im Büro. Seit Wochen plant Jörg Pfeiffer einen Großeinsatz mit der Polizei. Tiertransporter sollen kontrolliert werden. Doch schlechte Nachrichten, die Polizei muss den Termin um ein paar Wochen verschieben. Zeit, sich um weitere Tierschutzanzeigen zu kümmern. An Arbeit mangelt es im Veterinäramt nie. Also die erste Sache, als ich fertig war mit dem Studium, wollte ich 2 Sachen nicht werden. Ich wollte nie Amtstierarzt werden und nie Tierarzt am Schlachthof. Das waren die einzigen Prämissen, die ich hatte. Der Rest war egal. Aber dann holt einen das Leben doch ein. Und wenn man lange in der Praxis war, dann einige Zeit in der Praxis war, merkt man,
dass der Amtstierärztejob doch auch Vorteile hat. Und ein Vorteil ist sicher, dass die Arbeitszeit etwas geregelter ist als bei den praktizierenden Tierärzten. Unangemeldete Kontrolle eines Zoofachgeschäfts. Gegen den Inhaber liegt eine Anzeige vor. Moin, Pfeiffer, Veterinäramt. Jo. Ist Herr Wendland da? Ja. Gut. Danke, Dr. Vater. Moin, Herr Wendland. Ich habe eine Anzeige. Und zwar geht's um Wellensittiche. Da hat sich einer bei uns beschwert, dass in ihrer Voliere kranke Wellensittiche sitzen sollen. Das will ich mir gerne mal angucken. Hat sich da bei Ihnen jemand beschwert, eine Anzeige steht? Also wir hatten vor kurzem, das war letzte Woche, eine Dame gehabt, der haben wir keinen Vogel verkauft. Ja. Weil absolute keine Kenntnisse da war und wollte die falsch halten. Ja. Und da haben wir Nein gesagt. Ja. Und das könnte vielleicht einer der Gründe sein. Achso, die sollten stark verfärbte Wachshaut aufweisen. Und sollen ständig schlafen und bereits mager sein. Müssen wir uns einfach mal angucken. Der Veterinär geht jeder Anzeige nach. Zoofachgeschäften wird häufig eine nicht artgerechte Tierhaltung nachgesagt. Für den Amtstierarzt ein Grund, ganz genau hinzusehen. Auch hier wurde schon mehrfach routinemäßig kontrolliert. Trotzdem weiß Jörg Pfeiffer nie, was ihn erwartet. Ich suche mir jetzt einen aus, wo ich meinte, das könnte er sein, aber er ist nicht auffällig. Aber ich gucke mir den einfach noch mal näher an, weil der in der Anzeige stand, die Wachshaut, das ist die Haut hier oben, die er verändert und die verändert sich dann in der Regel, wenn sie Milben haben oder irgendwas. Das ist ein bisschen Aufwand. Ich würde fast sagen, machen Sie die Tür zu, bitte. Wenn einer abhaut, dann fliegt er nicht den ganzen Laden. Mal kurz hergehen. So rein. Ja, wir nehmen den mal einmal fast in die Hand. Und zwar so, dass ich ihn nicht verletzen kann. Wir fixieren ihn hier oben und halten hier unten frei, dass er atmen kann. Ansonsten würden wir ihm die Atmung abdrücken. Aber die Wachshaut ist in Ordnung. Sie ist glatt, schön glänzend. Der hat nichts. Ja, ist nicht schlimm, mein Schatz. Oh, komm hier. Der ist auch gut ernährt und alles, ne? Dann mal kurz bitte die Regennummer ablesen und dann gucken wir mal in den Büchern, wo der herkommt. Genau. Ist gut. Okay, setz mal wieder rein, sonst hat er zu viel Stress. Also ich kann mal keinen Rahmen drauf machen auf die Anzeige, was der Anzeigerstatter oder die Anzeigerstatterin hier gesehen haben soll. Ne? Kontrolle der Bücher. Das Zoogeschäft muss die Herkunft jedes einzelnen Tieres lückenlos nachweisen. Jörg Pfeiffer hat nichts zu beanstanden. Der Amtstierarzt ist sogar zufrieden. Gut, also ist alles in Ordnung und Sie haben das schon gut im Griff, muss ich sagen. Schön, ne? Gut. Ich habe mir das angeguckt. Also an dieser Anzeige ist natürlich aus meiner Sicht nichts dran. Also somit ist diese Anzeige der Fall, Tierschutzfall Wendland, damit abgeschlossen. Ja. Herzlichen Dank. Nicht tschüss. Lang. Herzlichen Dank. Tschüss. Inhaber Jörg Wendland hat seine eigene Theorie. Es gibt Kunden, denen können sie kein Tier verkaufen. Das fängt beim Alkoholismus an oder aber wenn sie genau merken, der hat bestimmt nicht die Möglichkeit, das Tier zu halten, gerade in Terroristik, Aquaristik, wo Kosten auf ihn drauf zukommen, dann muss man wirklich Nein sagen. Die sind dann sauer. Dann kommt die Rache. Ein paar Wochen später. Endlich hat sich die Polizei gemeldet. Ein neuer Termin für den Großeinsatz zur Kontrolle von Tiertransporten steht fest. In 4 Wochen geht es los. Heute beschäftigt Jörg Pfeiffer erstmal ein anderer Fall. Ein Wanderzirkus ist in der Stadt. Vorbereitung des Einsatzes. Wir haben 2 oder 3 Stück im Jahr, die wir kontrollieren. Also das ist schon ein interessantes Thema, ne? Gerade Zirkus. Ja, klar. Vor allem, weil es auch um so exotische Tierarten geht, die man in der Regel sonst nicht sieht. Ne? Ja. Ulf, ja. Willst du einen Overall oder ziehst du einen Kittel an? Ich zieh mal einen Kittel an. Ankunft beim Zirkus. Direktor Rolf Kramer ist bereits informiert. Ah, schönen guten Tag. Moin, Herr Kramer, Pfeiffer, Kreistierarzt. Kramer. Das ist Herr Dr. Meier zu Filsendorf. Mein Kollege, Frau Schmidt, eine Auszubildende. Die Damen haben sie auch gleich mitgebracht. Genau. Das ist aber immer schön. Wir wollten heute eine Kontrolle machen, eine Routinekontrolle bei Ihnen. Ja. Huschmidt ist zu bestellen für die Lamas, Klauenpflege zu machen.
Und dann würde ich mir gerne schwerpunktmäßig die Tiger angucken. Da gab es kaum Probleme. Aber da hatten sie mal in irgendeinem Landkreis das Wasserbecken nicht aufgebaut, was dringend notwendig ist. Da will ich mal gucken. Wir gucken uns das Innengehege an, wie das gestaltet ist, das Außengehege, was da drin ist und die Bademöglichkeit für die Tiger. Das wäre so schwerpunktmäßig, weil ich mir angucken würde. Ja. Rolf Kramer kennt die Prozedur. Wanderzirkusse werden häufig kontrolliert, Mängel und Beanstandungen in einem zentralen Zirkusregister erfasst. Die haben ja permanent wachsende Schneidezähne, Lamas, ne? Die müssen dann immer gekürzt werden, wenn die dann hier oben drüber über die Lippe. Das Kürzen ist nicht so meine Sache. Mhm. Ich habe die ganzen Pferde jetzt im Sommer die ganzen Zähne machen lassen. Ja, wer macht das denn? Ein Tierarzt. Strom aus oder hast du an? Mach's mal aus, bitte. Aus, wenn ich Schlaf kriege, bist schuld. Vorteil für den Amtstierarzt, Zirkustiere sind meist handsam. Das geht schon. Wenn man die hier unten fixiert, dann sind sie in der Regel ruhig. Hier, sind langsam zu groß hier, ne? Ja, sind ein bisschen aber. Ja. Das heißt, nur wenn er die Nägel gemacht kriegt, dann kann man gleich die Zähne mitmachen. Gut. Okay, das ist in Ordnung. Mal so aus. Danke. Wir wollen das erst eigentlich danach ausschauen. Ja, ist mir schon klar. Ja, aber ich habe auch keinen Bock, da in Schlaf zu kriegen. Ne? Okay. Könnte aber noch ein bisschen Strom drauf sein. Ne? Nee. Nee. Ich habe selber Pferde. Wenn das Ding aus ist, kriegst du keinen Strom mehr. Jörg Pfeiffer ist Mitglied verschiedener Tierschutzorganisationen und hält Vorträge zu Tierschutzthemen. Die artgerechte Haltung von Zirkustieren liegt ihm besonders am Herzen. Gut, Leckstein da, Wasser da, Unterstand da. Gut. Der Amtstierarzt legt gern selbst mal Hand an. Er hat eine langjährige Erfahrung in der Behandlung von Wildtieren. Nee, also hier musst du jetzt dringen, ne? Hier, die gehen schon kaputt, die Klauen. Hier, da sind schon richtige Löcher drin. Alle Befunde werden notiert. Fütterungszeit bei den sibirischen Tigern. An sich dürfen die nur so gehalten werden, dass sie ein Badebecken haben. Ja, da müssen wir jetzt, wenn es geht, heute noch eins besorgen. Also ein Badebecken zu besorgen ist nicht ganz einfach. Das muss standsicher sein, das muss groß genug sein, das muss nutzbar sein. Auflage, sofort ein Badebecken besorgen für die Tiger und das hier reinstellen und das nutzbar machen. Für die Haltung von exotischen Tieren im Zirkus gibt es hohe Auflagen. Kontrolle des Innengeheges. Jörg Pfeiffer kennt sich mit Großkatzen aus. Vor seiner Tätigkeit als Amtsveterinär hat er viele Jahre als Zootierarzt gearbeitet. Das sind die Größen, die Tiger ungefähr brauchen. Ein Badebecken. Kleiner, das geht fast gar nicht. Das Tier ist Murks. Also das muss auf jeden Fall kurzfristig erneuert werden. Ja, aber wenn man Tiger hält, gibt es bestimmt, das ist nicht ganz einfach. Man kann Großkatzen durchaus im Zirkus halten, davon bin ich fest überzeugt. Man muss nur die Rahmenbedingungen einhalten. Ne? Beim Freigang kann der Amtstierarzt die Tiger aus der Nähe betrachten. Im Moment gucke ich nur, wie sie sich verhalten, aber wie viel ist für mich? Wie bewegen sie sich? Also was wir auf jeden Fall reinmachen müssen, ist eine Art Kratzbaum und so. Ne? Der gehört auch mit rein. Ein Stamm oder irgendwo, wo sie sich kratzen können. Das ist einmal fürs Fell und zweitens auch für die Krallen, dass sie abwechseln können. Und in den Käfig selber muss auch noch eine Liegefläche rein und ein. Das heißt, dass alle gleichzeitig liegen können auf erhöhten Flächen. Aber das ist irgendwie Grundwissen, ne? Ja, aber dann werden wir es machen. Gut, okay. Aber sonst ist das schon in Ordnung. Ich glaube, wir sind durch bei allen, ne? Überprüfung der Papiere. Alle Unterlagen zu Untersuchungen und Medikamentengaben sowie der Herkunft der Tiere werden kontrolliert. Zirkusdirektor Rolf Kramer muss alles belegen. Ja, also es ist eine gute Buchführung, muss ich sagen. Auch gute Krankenkarten. Der ein oder andere Eintrag fehlt. Und wir werden jetzt unsere Beanstandung nachher noch in das Tierbestandsbuch mit eintragen und heute Mittag ins Zirkusregister mit eintragen. Was er machen muss, wichtig ist für die Tiger auf jeden Fall, dass die jetzt hier die Liegeflächen kriegen und dass sie ein Wasserbecken kriegen. Das ist ganz wichtig. Kontrolle beendet. Vier Wochen später.
Am nächsten Tag soll endlich die Überprüfung von Tiertransporten zusammen mit der Polizei stattfinden. Seit Wochen bereitet Jörg Pfeiffer den Großeinsatz vor. Nicht selten erwarten ihn bei der Arbeit Tierschicksale, die man nicht so leicht vergisst. Also ich muss sagen, am Anfang, als ich anfing in der Veterinärverwaltung, habe ich fast jeden Tag was mit nach Hause genommen. Wenn es nicht Akten waren, dann zumindest geistig. Mittlerweile ist es so, dass ich manchmal bei manchen Sachen ganz gut abschotten kann. Ne? Aber bestimmte Fälle gehen einem doch nahe, gerade wenn es Tierschutz ist. Am nächsten Morgen, 6.30 Uhr. Einsatzbesprechung im Veterinäramt. Mehrere Polizeiteams aus der Umgebung reisen an. Der Landkreis Uelzen ist stark von der Landwirtschaft geprägt. Entsprechend viele Schlachttiere werden in der Region transportiert. Die Amtstierärzte planen eine Kontrolle an den Bundesstraßen. Dr. Pfeiffer erklärt den Ablauf. Erstmal herzlich nochmal willkommen. Wir machen heute eine Transportkontrolle. Wir sind drei Teams. Wir haben eben schon die Plätze eingeteilt, wo wir stehen wollen. Für Sie nochmal. Und auch die Teams eingeteilt. Und wir stehen, was sagten Sie? Wellendorf. Im Wellendorf. Dann würde ich sagen, dann können wir auch aufbrechen, oder? Wenn jetzt alle da sind. Gut. Okay, danke schön. Bei unangekündigten Straßenkontrollen von Tiertransporten weiß niemand, was passieren wird. Erfahrungsgemäß gibt es immer wieder Probleme mit der Überladung, dass sie zu viele Tiere geladen haben, also mehr als sie nach tierschutzrechtlichen Bedingungen durften. Verletzte Tiere auf dem Transport haben wir ganz selten, dass wir wirklich sagen müssen, sind verletzte Tiere aufgeladen worden oder die haben sich verletzt beim Transport. Was haben wir noch, dass nicht dokumentiert wird, wo kommen die Tiere her oder die Tiere sind nicht richtig gekennzeichnet. Ankunft an der Bundesstraße. Die Amtstierärzte sind auf die Mithilfe der Polizei angewiesen. Nur die Beamten sind befugt, Fahrzeuge anzuhalten. Also normalerweise hatten wir dieses Jahr geplant, zwei Kontrollen. Schafft aber nur eine. Das liegt auch so ein bisschen an der Polizei, weil die einfach, wir brauchen die Polizei und die sind halt nicht immer verfügbar, weil die auch andere Aufgaben haben. Und dass wir einmal im Jahr eine Transportkontrolle schon durchführen wollen mit der Polizei. Jetzt heißt es warten. Nach einer halben Stunde halten die Beamten den ersten LKW an. Er hat keine Tiere geladen, nichts für Jörg Pfeiffer. Kranz, ja, Möbelkranz. Möbeltransporter. Das ist nichts für uns, ja. Mal schauen. Kurz darauf, ein Tiertransporter wird gestoppt. Erste Aufgabe, Kontrolle der Papiere. Ich bräuchte einmal Ihren Sachkundenachweis, die Zulassung des LKWs für Kurzzeittransporte. Bei Kurzzeittransporten dürfen die Tiere maximal 8 Stunden auf dem Anhänger stehen. Entscheidend ist die Ladezeit des ersten Tieres. Wann haben Sie geladen? Ja, gestern Abend und heute Morgen. Nee, jetzt die hier? Ja. Gestern Abend? Und wo waren die gestern Abend? Bei mir auf dem Auto. Ich habe die heute Nacht gesammelt. Ich fahre jetzt nach und lade ab. Wann sind Sie denn, wann haben Sie angefangen zu sammeln? Um 8 gestern Abend, so in der Zeit. Ach, dann sind die jetzt über 12 Stunden auf dem Transporter? Das ist ein Langzeittransport. Über 8 Stunden auf dem Transporter, das ist ein Langzeittransport. Ja. Dann brauche ich Ihre Zulassung als Langzeittransportfahrzeug. Die Zeiten beginnen, wenn das erste Tier aufgeladen wird. Dann gelten die Transportzeiten. Aber das wissen Sie, oder? Ja. Wer ist der zweite Fahrer bei Ihnen? Ja, jetzt ein Größen hat. Ja, aber diese Sozialvorschriften sind klar, 8 Stunden fahren. Ein klarer Verstoß. Er hat angefangen zu laden gestern Abend um 8. Aber die am ersten verladen sind, sind über 12 Stunden schon drauf. Die dürfen nur 8 Stunden drauf sein. Das Problem, der Fahrer hat nachts im Wagen geschlafen. Die Einhaltung der Sozialvorschriften darf nicht mit dem Tierschutz kollidieren. Das heißt, wenn jemand schläft, sind die Tiere abzuladen.
Er hat zwar aufgeschrieben, dass er sie gesammelt hat, aber nicht, wann der Ladebeginn war und wann Abfahrtzeit war. Weil das ist ja wichtig, ne? Dass wir es nachkontrollieren können. So muss die Polizei das anhand der Tachoscheiben ermitteln. Ne? Nicht die einzige Aufgabe der Beamten. Die Polizisten überprüfen das Fahrzeug auch auf Verkehrssicherheit. Der Reifen auf der Mittelachse hat einen seitlichen Einschnitt. In diesem Fall sind es 5 mm. Der LKW ist nicht verkehrstüchtig. Weil die fahren sowieso erstmal nicht weiter. Das kann nicht sein, der muss den Tiere wegbringen. Das geht aber nur, wenn das Fahrzeug technisch einmal frei ist. Und da wir hinten einen Riss im Reifen haben, Seitenwandschaden, und die Höhe nicht stimmt. Dann müsste umladen, da muss ein anderer kommen. Die Höhe nicht stimmt. Wir sind bei 4,5 Meter. Einiges hier im Argen. Nachmessung der Gesamthöhe. Die maximale Fahrzeughöhe, die ein Fahrzeug haben darf, sind eben 400 cm. Und in diesem Bereich gibt es auch keine Toleranz. Der LKW ist zu hoch. Jörg Pfeiffer überprüft den Zustand der Kühe. Sie sind bereits mehr als 12 Stunden unterwegs. Verletzte Tiere sieht der Amtstierarzt nicht. Das Problem, die Rinder stehen in 2 Etagen auf dem Transporter und haben oben nicht genügend Platz. Jörg Pfeiffer macht Fotos zur Beweissicherung. Sie sind mit dem Rücken schon an der obersten Ladekante. Das heißt, die scheuern schon hier oben an der Fläche. Also das geht nicht. Die müssen so viel 10 cm Rückenhöhe haben. Das geht so nicht. Aber ansonsten ist ja von der Ladedichte in Ordnung. Die sind auch gesund. Es geht halt immer nur um die Höhe. Wie viel Rückenfreiheit haben die? Deswegen gibt es den Streit in Niedersachsen. Darf man doppelstöckig verladen? Aus Tierschutzrecht ja, wenn man hoch genug fährt. Aus Straßenverkehrsrecht nein. Das heißt, da muss man irgendwann mal einen Konsens finden, wie das wirklich zu machen ist. Wenn wir das strikt durchziehen würden, dann könnten wir fast nicht mehr doppelstöckig in Niedersachsen verladen. Oder bundesweit. Weil die 4 Meter gelten natürlich überall. Soll er die Tiere dann abladen? Ja. Sonst quälen die sich hier noch mehr. Genau. Und dann wird der Fahrer sowohl als auch der Unternehmer eine Anzeige bekommen. Eine teure Fahrt für den Spediteur. Der dürfte normalerweise gar nicht mehr weiterfahren, weil er den Straßenverkehrsvorschriften nicht mehr entspricht. Den Tieren zuliebe werden wir ihn jetzt aber begleiten zur Abladestelle. Wir werden auch überprüfen, ob er denn da abladen will überhaupt. Und dann kommen die Tiere darunter. Der Amtstierarzt informiert die Abladestation. Nach über 14 Stunden kommen die Kühe von der Ladefläche. Dr. Pfeiffer überwacht die Abladung und die Versorgung der Tiere. Ein anstrengender Einsatz geht zu Ende. Persönlich wünsche ich mir, dass manche Gesetze etwas fassbarer geschrieben werden und dass sich noch mehr Tierärzte tatsächlich für den Tierschutz engagieren. Nicht nur Amtstierärzte, sondern auch praktizierende Tierärzte. Weil im Endeffekt kann Tierschutz nur von Tierärzten gemacht werden, jedenfalls fachlich gesehen. Und es gibt meines Erachtens noch zu wenige Tierärzte, die sich wirklich im Tierschutz engagieren.